Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Bogos heimlicher Zauber. Hallo Freunde, ich bin's, Tayo. Heute bin ich mit meinen Freundinnen zum Zirkus gegangen. Meine Damen und Herren, willkommen zu Joeys Zauberzirkus. Ja. Wow. Er ist super. Der ist echt toll. Wisst ihr, wer gerade Tricks auf dem Querbalken vorführt? Billy? Poco? Max? Tada! Genau, Poco! Poco ist ein super talentierter Bagger, der spielend leicht mit seiner großen Schaufel umgehen kann. Und Poco ist auch ein Baufahrzeug, das gerne tanzt. Pocos Handstand ist fantastisch. Wollt ihr mal sehen? Cool! Applaus! Applaus für Poco! Wo können wir Poco treffen? Auf der Baustelle? In der neuen Notrufzentrale? Oder im Depot? Ding Dong! Die richtige Antwort ist auf der Baustelle. Dort arbeiten noch ein paar andere coole Baufahrzeuge zusammen mit Poco. Billy ist die starke und zuverlässige Planierraupe, die den Boden festwalzt. Chris, der witzige, fröhliche Zementlaster, transportiert Zement. Max, der mutige und unerschrockene Kipplaster, befördert Erde und Sand. Wollen wir unseren Baufahrzeugfreunden mal bei der Arbeit zusehen? Übrigens ist da ein Freund, den Poco genauso gern hat wie seine Baufahrzeugfreunde. Wollt ihr wissen, wer das ist? Einen kleinen Augenblick bitte. Ich werde euch diesen Freund vorstellen. Das sind Blumensamen. Wenn man einen Samen wie sieht eigentlich ein Blumensamen aus? Oh, ich liebe schöne Blumen. Möchtest du mal einen Blumensamen sehen? Oh! Oh nein! Oh, mein Blumensamen! Bitte sehr. Jetzt können Sie das aufheben. Gut. Hm. So, bitteschön. Wow! Ich wusste, dass Poco das schafft. Ah, nichts zu danken. Hm. Danke, dass du mir geholfen hast. Und das? Poco hat mal einen Blumensamen bekommen, weil er einem Kind geholfen hatte. Was war das denn für ein Geschenk? Hm? Oh, oh. Als Poco den Blumensamen auf der Baustelle hatte fallen lassen, dachte er, er hätte ihn für immer verloren. Okay, ich komme gleich. Der ist zu klein. Den finde ich nicht, da kann man wohl nichts machen. Hm. Aber am nächsten Tag entdeckte Poco auf der Baustelle einen Spross. Was? Ist der Samen von gestern gekeimt? Oh, wow. Er ist gekeimt. Das ist so toll. Wow. Es ist ganz von selbst gewachsen.
Ist das, weil es gestern geregnet hat? Poco konnte sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren, da er immerzu an den Spross denken musste. Poco! Tut mir leid. Oh nein, ich kann mich gar nicht auf die Arbeit konzentrieren. Leute! Was? Vorsichtig. Vorsichtig. Ja, das stimmt. Bitte schön. Das ist Pocos anderer lieber Freund. Damit sie immer größer wird. Dessen Name ist... Wachse Sprössling, Wachse Sprössling. Ich habe eine gute Idee. Ich gebe dir einen Namen. Wie wär's mit Sprouty? Was? Nun, dir gefällt der Name wohl auch. Wachse zu einer schönen Blume heran. Poco düngte und goss ihn jeden Tag. Er kümmerte sich rührend um Spross. Cool! Da knospelt ja eine Blüte. Ich bin ein Bagger. Ich weiß, ich kann alles pflanzen. Oh, also. Poco freut sich sicher darüber, wie gut Spross doch gewachsen ist. Oh, es regnet. Macht das Spross nichts aus? Keine Sorge, ich werde dich beschützen. Es ist so kalt. Poco ist wirklich fantastisch und zuverlässig. Dank Poco, der Spross die ganze Nacht über beschützt hat, ist eine wunderschöne Blüte aufgegangen. Mein Körper ist vom Regen ganz steif. Wie schön sie ist. Wow. Wie glücklich Poco aussieht. Sie ist aufgeblüht. Moment. Hey, Billy. Oh, nein. Poco, ich verstehe dich ja, aber wir müssen diesen Platz ebnen und Zement darüber gießen, um die Arbeit zu beenden. Poco geht herum, auf der Suche nach einer Stelle, wo er Spross einpflanzen könnte. Aber zu seinem Ärger findet er keinen guten Platz. Die Blume wird hier durch den Rauch schnell weg, dass ich mein Versprechen halten kann. Doch während Poco danach Ausschau hielt, machten seine Baufahrzeuge ein wunderschönes Blumenbeet für Spross. Was? Was? Was ist passiert? Der Garten ist aber ein bisschen zu groß für Sprouty. Sollten wir vielleicht mehr Blumen pflanzen? Wie froh ist Poco, dass er solch fürsorgliche Freunde hat? Wollt ihr auch zu meinen wunderbaren Freunden zählen? Gibt es irgendwas, das ihr Tayo fragen wollt? Wenn ja, dann schreibt doch einfach einen Kommentar. Also dann, bis demnächst wieder. Tschüss! Willkommen in der neuen Notrufzentrale. Hallo zusammen! Heute werdet ihr mich zu einem echt coolen Ort begleiten. Ratet mal, wohin? Zum gemütlichen Depot? Zum lustigen Spielplatz? Oder zur Autoschule? Falsch! Die richtige Antwort ist zur neuen Notrufzentrale. Zu Frank, Alice, Rookie, Pets und auch er. Na, seid ihr schon aufgeregt? Unsere Superhelden, die Stadt beschützen, sind alle dort. Auf geht's zur neuen Rettungszentrale. Das ist das Kommandozentrum. Wer arbeitet hier? Sind alle Wagen ständig bereit, Leute zu retten. Das ist das Depot. Hier verbergen sich ein paar Spezialgeräte.
Boogie blödelt mal wieder herum. Bei den vielen Rettungsrobotern hier solltest du lieber aufpassen. Nun bin ich dran. Ihr könnt für einen Tag in die Rolle eines Polizisten in der neuen Notrufzentrale schlüpfen. Als Polizeiauto. Sehe ich nicht cool aus? Ahem. Während wir immer noch die neue Notrufzentrale erkunden, ist es schon dunkel geworden. Was ist in der Nacht los? Pat hat Streifendienst. Sogar während er schläft. Er, Alice und Frank haben es sicher nicht leicht. Pat sieht aufgeregt aus. Aber Frank, Alice und er wirken ziemlich müde. Wird in der neuen Notrufzentrale alles glatt laufen? Sicher total sauer. Oh, Alice ist da. Ich glaube, sie hat jemanden mitgebracht. Hey, was für ein niedlicher Hund. Wenn Sie mal keinen Streit anfangen. Air! In der neuen Notrufzentrale hat jeder schon mal mit jedem gestritten. Wenn sie zusammenarbeiten, sind Superhelden aber cool. Stimmt's, Freunde? Zeit für unsere Superhelden, zusammenzuarbeiten. Oh, da gibt's anscheinend ein Problem. Leute heil herausbringen. Oh nein, da ist wer auf dem Dach. Wer kann die Person auf dem Dach retten? Genau! Air, der Rettungshubschrauber! In der Notrufzentrale haben zusammengearbeitet, um Leben zu retten. Eine Runde Beifall für jeden Einzelnen. Sind nicht alle super cool?
Frank, Alice, Rookie, Pets und er sind ständig bereit, um jemanden in Gefahr zu retten. Ruft bei der neuen Notrufzentrale an, wann immer etwas nicht stimmt. Soweit für heute. Bis demnächst wieder. Wer ist Speeds bester Freund? Hallo Freunde, ich bin's, Tayo. Wer ist das schnellste Auto von uns? Genau, Speed. Heute suchen wir Speeds besten Freund. Na, seid ihr aufgeregt? Wollen wir los? Auf geht's! Hier sind wir am liebsten, auf dem Spielplatz. Hier rutschen wir die Rutsche runter, spielen Verstecken und amüsieren uns prächtig. Oh, da ist ja mein Freund Rogi. Rogi! Ich zuerst. Was ist denn da gerade vorbeigerauscht? Habt ihr das gesehen? Oh, war das ein rotes Auto? Gani? Frank? Situ? Speed? Aha! Das war Speed! Speed! Warte auf mich! Ich habe Angst! Gani! Diese Fahrt ist doch gar nicht beängstigend! Aber. Gani! Warum brauchst du denn so lange? Mach schon! Beweg dich! Juhu! Rutschen macht echt Spaß. Stimmt? Hä? Aber wohin rast Speed denn so schnell weg? Oh, Speed ist auf dem Weg zu seinem Freund. Speed, nimm mich mit. Und ihr? Wollt ihr wissen, wer Speeds Freund ist? Wenn ja, dann kommt mit. Speed, Shine. Unsere anderen Freunde haben sich euretwegen beinahe wehgetan. Haltet euch mal an das Tempolimit auf der Straße. Oh nein, es ist alles unsere Schuld. Und das ist Pet. Keine Sorge, niemand findet heraus, wo wir sind. Da hast du wohl recht. Ich bin der Einzige, der diesen Ort kennt. Scheiße. Rookie und Pet haben Speed und Shine im Depot gefunden. Das war nicht das erste Mal. Jemand hätte verletzt werden können. Es war alles Speeds Schuld. Was? Wie war es meine Schuld? Ihr Kinder. Ihr habt beide ab sofort Fahrverbot. Was? Nein! Bitte, bloß nicht. Wir tun es nie wieder. Okay, also gut dann. Speeds beste Freunde sind bestimmt Rookie und Pet. Hier, ich gebe euch noch einen letzten Versuch. Das ist das letzte Mal, dass wir euch davonkommen lassen. Nein, diesmal kommt. Hey, wer ist dann? Ich habe Speeds Freund. Gefährlich ist zu rasen. Du? Was ist los? Ich soll diese Touristen zum Flughafen bringen. Aber ich kann mich nicht bewegen, weil ich einen Platten habe. Leider werden alle diese Leute ihre Flüge verpassen. Gut. Shine, ich will sie zum Flughafen bringen. Jetzt weiß ich's. Speeds bester Freund ist zweifellos Situ. Situ hatte eine Panne. Deshalb hat sich Speed bereit erklärt, Leute zum Flughafen zu fahren. Hä? Sieh du es auch nicht? Wer ist es dann? Oh, Speed und Shin fahren zur Schule. Fahren wir doch zusammen zur Schule. Vielleicht finden wir es dann dort raus. Speed und Shine sind in der Schule angekommen. Da so viele unsere Freunde in der Schule sind, muss Speeds bester Freund dort sein. Aber ich glaube, Shine ist Speeds bester Freund. Shine! Gehen wir zum Flussufer. Es tut mir leid. Wir wollten Ruby heute beim Putzen helfen. Was? Du? Putzen? Das passt gar nicht zu dir. Was? Oh? Speed, solltest du nicht etwas Nettes tun? Aber weil Shine zusammen mit unseren anderen Freunden fährt, ist er wohl nicht Speeds bester Freund. Oh je. Oh! Speed wartet auf seinen Freund dort am Hartfluss. Oh,
Sein bester Freund taucht nun anscheinend endlich auf. Los, lasst uns mal dahin fahren. Oh, das sind... Drachen? Das sind doch Speed und Shine hier. Wo kommen die denn her? Ich habe etwas Interessantes gefunden. Das wird dir gefallen. Du hast es versprochen. Das stimmt. Speed! Hey, Speed! Bin ich zu spät? Speed! Du bist nicht wütend? Nein, aber was ich heute für uns vorbereitet habe, das habe ich verloren. Ah, wirklich? Sind das zufällig diese? Wow. Du bestimmt beste Freunde zu sein. Hab ich's mir doch gedacht. Ja. Speeds bester Freund war Shine. Und wer ist euer bester Freund? Verratet ihr es mir? Soweit für heute. Unsere nächste Geschichte ist total lustig. Freut euch schon mal darauf.